das Besondere am Portugiesenviertel sind, wie der Name schon sagt, die vielen Portugiesen, die hier Restaurants, kleine Bäckereien und Bars betreiben. Man biegt um eine Ecke, man kommt von den Landungsbrücken und kommt hier in die Dittmar-Köhl-Straße rein. Und je weiter man eintaucht, je weiter man reingeht in die Straße, umso mehr Cafés, Restaurants sind und es ist ein anderes Flair. Viele Touristen kommen hierher und die kaufen ein Stück Hamburg bei mir, weil sie wissen, der Typ, dem können wir zugucken und der macht das ja wirklich. Es ist hier so ein bisschen wie so ein gallisches Dorf. Selbst zwischen dem ganzen Tourismus geschehen, da findet halt eben auch noch sehr viel Nachbarschaftliches statt. Jeder kennt jeden und egal wer hier am Fenster vorbeigeht, ich weiß, wer das ist. Wir besuchen uns auch gegenseitig. Das ist einfach so eine gesunde, gut gewachsene Nachbarschaft. Meine engsten Freunde habe ich alle hier kennengelernt. Und ich habe das einfach so lieben gelernt. Die Leute glücklich zu sehen, nachdem ich die bekocht habe, das ist das, was ich liebe. Ne? Das Viertel, die Menschen, die hier leben, das ist schon ein Stück Heimat für mich. Also wenn man jetzt auf die Straße guckt, also dann ist hier wirklich eine tolle so eine Community an Leuten. Man merkt halt, dass das ein altes Viertel ist, wo die Strukturen eben auch gewachsen sind. Also hier gibt es halt wirklich noch Omas und Opas und aber auch junge, hippe 20-, 30-Jährige. Hier wohnen auch einige Künstler. Man trifft sich nach wie vor auf der Straße. Mich hat auch hier die Atmosphäre hierher verschlagen. Ich mache etwas unkonventionelleren Schmuck, Sachen, die man jetzt nicht so bei jedem Juwelier sieht. Ich bin halt Designerin und gucke halt eben auch einen etwas besonderen Stil zu kreieren. Ich biete ja seit 1998 Maßkonfektionen und Accessoires für Herren an. Sprich, ich bin gelernter Schneider. In meinem Laden werden eben dann die Musteranzüge anprobiert. Die werden von mir abgesteckt und dann wird daraufhin eben besprochen, was jetzt genau für den Kunden angefertigt wird. Das Portugiesenviertel ist für mich mein Lebensglück. Dieser Laden ist mein Schätzchen. Und ich liebe ihn, er ist klein, er ist charmant und er soll auch nicht anders sein. Das sind alles besondere Läden, weil das wird dort selbst gemacht. Da ist viel Handwerk dabei und das passt hier einfach gut rein, weil es lebendig ist. Man muss das fühlen. Man muss einfach hierher kommen an so einem Samstagabend und fühlen, wie sich das Portugiesenviertel anfühlt. Ne?